Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über ein paar Dinge sprechen, die die meisten vergessen auszumisten. Und vielleicht sind es auch ein paar Dinge und Gegenstände und ja, Gebiete in deiner Wohnung, die du mal angehen möchtest. Oft sind wir sehr schnell mit dem Ausmisten und wollen schnell alles loswerden, aber manchmal vergessen wir auf dem Weg dann auch gewisse Essentials noch auszumisten. Und ich bin mir sicher, dass hier vielleicht ein paar Dinge dabei sind, die du vergessen hast bisher auszumisten. Falls du neu bist, hi, ich bin Amy. Ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Du darfst mich gerne abonnieren und mir auch einen Daumen nach oben geben. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, und ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt los. Digitale Bilder. Ob auf dem Handy oder auf dem Computer, wir machen ja relativ häufig Fotos. Und nicht nur einmal ein Foto, sondern von dem gleichen Gegenstand oder dem Sonnenuntergang oder einer Pose vielleicht gleich 10 unterschiedliche Fotos. Und die vergessen wir oft mal durchzugehen und zu schauen, welche Fotos denn vielleicht auch verschwommen sind, welche einem nicht so gefallen, um dann auch nicht diesen Überblick zu verlieren. Weil wir erinnern uns gerne wieder an die Momente zurück, aber wenn wir einfach zu viele Fotos haben, ja, verlieren wir auch direkt den Überblick. Den Computer und die externe Festplatte. Es ist auch super wichtig, unseren digitalen Platz ein bisschen mal anzuschauen, was man denn da auch noch ausmisten kann. Weil hier verbergen sich häufig auch mal alte Unterlagen, vielleicht von der Uni oder von der Schule, wenn man irgendwelche Aufgaben machen musste oder Präsentationen, die man vorbereitet hat. Vielleicht auch alte Flugunterlagen oder Versicherungsunterlagen, als man mal in den Urlaub geflogen ist oder weggefahren ist. Und so summieren sich ganz schön viele Papiersachen in digitaler Form. Viele von diesen Dingen benötigen wir gar nicht mehr und hier kannst du auch mal durchschauen, was du vielleicht gar nicht mehr brauchst. Vielleicht brauchst du auch gar nicht mehr deine Unterlagen, die du damals zur Schulzeit hattest und Präsentationen, weil du momentan auch gar nicht mehr ja, in dieser Richtung unterwegs bist und ja, auch in der Hinsicht nicht mehr benötigst. Umweltfreundliche Gegenstände. Ob Gläser für den Unverpacktladen oder ein Jutebeutel oder auch so wiederverwendbare Strohhalme. Es ist immer schön und gut, umweltfreundliche Gegenstände zu haben, um damit einzukaufen und umweltfreundliche Alternativen zu haben, wie auch wiederverwendbare Wattepads. Aber wir brauchen natürlich auch nicht Unmengen an diesen Dingern. Schau hier an, was du alltäglich verwendest und welche umweltfreundlichen Produkte du auch nach wie vor brauchst und auch wertschätzt. Und vielleicht kannst du dich dann auch von den anderen trennen und die spenden. Benutzte geschriebene Kalender und Planer. Ich weiß nicht, was es mit Kalendern ist, dass man die manchmal vielleicht noch versucht aufzuheben, weil sie haben ja nicht diesen direkten sentimentalen Wert wie oder diese Bedeutung wie ein Journal, in dem man wirklich reingeschrieben hat, seine Gedanken reingeschrieben hat, weil ein ja, Notizbuch bzw. ein täglicher Planer ist einfach da, um den Tag zu planen. Vielleicht hast du auch noch ein Hausaufgabenheft von deinem letzten Schuljahr oder von der Uni oder solche Sachen und die braucht man ja wirklich nicht beibehalten. Kurz ein Reminder, einen Schluck zu trinken, bitte. Nicht verwendete Gewürze. Mir ist es auch aufgefallen, seit ich jetzt meinen eigenen Haushalt habe, welche Gewürze ich denn gerne verwende, welche ich viel verwende und welche ich überhaupt nicht benutze. Natürlich habe ich für mich auch erst meinen Haushalt so aufgebaut mit den Dingen, die ich auch wirklich brauche und benutze und habe nicht übermäßig viele Gewürze darüber hinaus. Aber man merkt auch einfach mit der Zeit, welche Sachen man zum Kochen verwendet und welche man nicht braucht. Und da vielleicht auch als Anregung, die Gewürze aufbrauchen und dann auch nicht wieder kaufen, denn man merkt einfach, du benutzt sie nicht. Das gleiche gilt natürlich auch für fancy Lebensmittel, die du vielleicht auch mal gekauft hast, nur weil du was testen möchtest oder nur für ein spezielles Rezept, aber einfach merkst, dass du das nicht tagtäglich verwendest und dass du auch merkst, dass das Lebensmittelstück, wie sagt man das denn? Ja, dass das Lebensmittel kaputt geht und schlecht wird und da vielleicht auch rechtzeitig aufbrauchen, bevor dann so ungewollte Maden oder Motten kommen und das man es nicht mehr verwenden kann. Ich verwende jetzt hier mal den englischen Begriff, aber Throw Pillows. Also Kissen, die man einfach nur als Deko hat. Dekokissen. Früher, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe und bevor ich mich richtig mit Minimalismus beschäftigt hatte, habe ich immer mein Bett richtig hübsch gemacht mit dann noch Kissen drauf und alles schön angeordnet, nur um es dann abends wieder wegzumachen und am Morgen wieder drauf zu tun. Aber in der Nacht habe ich diese Kissen gar nicht gebraucht und es war eher nur so ein Aufwand, ständig das Bett schön herzurichten. Da habe ich dann auch mit der Zeit gemerkt, dass ich einfach diese Dekokissen nicht benötige und nicht brauche und auch so sein lassen kann. Und ich finde, Dekokissen
sinnvoll, wenn sie den Zweck haben, dass sie ein bisschen den Nacken unterstützen, wenn man noch im Bett liegen möchte und was lesen möchte. Oder auf dem Sofa, weil man sich da auch wirklich einkuschelt oder ja, sich da auch hinlegt, es was liest, es auch vielleicht seinen Schoß tut und ja, da was abstellt oder sowas. Aber Kissen, die man nur als Deko-Zweck hat, die vielleicht auch gar nicht bequem sind, die vielleicht schon durchgelegen sind, darfst du definitiv gehen lassen. Dann ein Gegenstand, den vielleicht nicht alle verstehen, aber Mützen und Hüte. Vielleicht bist du eine Hutperson oder eine Mützenperson, aber da hast du vermutlich auch deine eine Mütze, die du immer wieder gerne verwendest und brauchst vielleicht auch nicht Unmengen an Mützen. Es reicht quasi für den Winter eine dicke bzw. vielleicht zwei zum Wechseln und als Sonnenschutz. Aber man braucht nicht unnötige Mützen. Du merkst vielleicht auch, welche du am liebsten trägst und vielleicht kannst du dich dann von dem Rest verabschieden. Gleiches gilt auch für Schals. Ich hatte früher so viele Schals und Tücher, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich nur die gleichen immer wieder angezogen und da konnte ich mich dann auch wieder von ein paar trennen. Einzelne Ohrringe, weil wenn man nur einen einzelnen Ohrring hat, wirst du nicht die anziehen und deswegen kannst du den einzeln auch wegtun. Leere Batterien. Bevor die Ewigkeiten bei dir in der Wohnung rumfahren, bring sie weg und tausche deine Batterien aus und ja, lass sie gehen. Geschenkmaterial zum Einpacken. Ich bin so eine Person, ich sammle gerne die Geschenkpapiere, die ich mal bekommen habe, um das dann da wieder einzupacken, aber auch mit dem Versuch, das nicht übermäßig groß werden zu lassen, weil ich brauche nicht zig Sachen zum Einpacken mit Schleifen und alles drum und dran, weil es wird sowieso letztendlich dann ausgepackt und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, Geschenke in Zeitungspapier einzupacken und vielleicht kannst du da dann auch mal deinen Geschenkestapel zum Einpacken durchgehen. Dann vielleicht auch Abos, die du abgeschlossen hast, aber gemerkt hast, dass du sie gar nicht verwendest und gar keinen Nutzen hast. Und vielleicht hast du auch dann vergessen, dass du dieses Abo hast und zahlst somit jeden Monat an etwas Geld, ohne dass du es wirklich verwendest. Geh da mal deine Sachen durch und schau, was du wirklich noch aktiv benutzt. Wenn wir ein neues elektronisches Gerät uns zulegen, bekommen wir meistens ein neues Kabel und vielleicht auch einen neuen Adapter. Und viele dieser Kabel sind gleich. Vielleicht da dann auch mal durchgehen, welche Kabel du einfach mehrfach hast und wie viele Kabel du wirklich benötigst, um das dann auch ein bisschen minimieren zu können. Dann auch auf deinem Handy. Wir vergessen oft, dass wir so viele Apps auf unserem Handy haben und laden uns für wirklich jede neue Möglichkeit etwas runter, ohne dann auch mal zu reflektieren, welche alten Apps wir vielleicht gehen lassen können, die wir überhaupt nicht verwenden, die wir nur aus einem Affekt runtergeladen haben und in der Hinsicht gar nicht verwendet haben. Kleiderbügel. Das ist auch ein Trick, dass du vielleicht ein bisschen mehr deine Kleiderbügel mit aussortierst, wenn du deine Klamotten aussortiert hast. Weil wenn du dann siehst, du hast noch 10 Kleiderbügel frei, tendiert man vielleicht auch eher dazu, wieder die füllen zu wollen, anstatt dass man die dann auch gehen lässt. Möbel, die du nicht mehr benutzt und die auch leer stehen und für dich dann auch in der Hinsicht gar keinen Nutzen mehr haben. Wenn du mit der Zeit so viel schon ausgemistet hast und dich minimiert hast, kannst du dich vermutlich auch schon von einigen Möbelstücken trennen, die mittlerweile einfach nur noch Platz wegnehmen und bei dir so rumstehen. Alte Brillen. An die Brillenträger unter euch. Brillen, die nicht mehr die richtige Stärke haben und die quasi deine Backup-Brille ist, aber dir eigentlich auch gar nicht mehr passt und die du deswegen gar nicht mehr aufziehen kannst. Ich hatte auch mal so eine Blaufilterbrille und ich bin ehrlich, ich habe die nicht häufig angezogen und jetzt, seit ich meine richtige Brille habe zum Arbeiten und zum Lesen, kann so eine Brille dann nämlich auch gehen. Ein Punkt auch, den wir häufig vergessen, ist unser E-Mail-Eingang und unser Spam-Ordner. Weil auch im E-Mail-Bereich sammeln sich so viele Sachen an und man kann einiges von diesen löschen. Also sei es mein Newsletter oder wenn du irgendwann mal eine Bestätigung bekommen hast, was mittlerweile wirklich nicht mehr relevant ist, Buchungsbestätigungen oder sowas, nur für die Zeit aufheben, in der man sie auch wirklich braucht und danach weg. Putzlappen, die schon komplett drüber sind, die du wirklich nicht mehr verwenden kannst und nur noch so ein Fitzel sind an Stoff, aber zum Putzen eignet sich der definitiv nicht mehr. Vielleicht auch eine etwas kontroverse Sache, aber so Aufkleber von Stickern. Manchmal sieht man ja vielleicht so Sticker rumliegen und denkt sich, ach ja, das wäre ganz nett und dann klebe ich den irgendwo auf, aber klebt man tatsächlich irgendwo einen Sticker auf und verwendet die dann wirklich? Deswegen vielleicht das auch nochmal überdenken und dann aussortieren.
Und zu guter Letzt alles, was du noch nicht verkauft hast. Setz dir da ein Limit, bis wann du die Sachen verkauft haben möchtest oder verschenkt haben möchtest oder gespendet haben möchtest und ansonsten kommen sie weg. Also komplett so Spende oder sonst irgendwas, weil wenn du eine gewisse Zeit lang oder ein Jahr die Sachen nicht verkauft hast, wird es ziemlich wahrscheinlich sein, dass du sie auch nicht mehr verkaufen wirst. Und dann kannst du dich auch von den Sachen endgültig trennen. Hast du vielleicht noch ein paar weitere Dinge, die ich jetzt auf dieser Liste vergessen habe? Dinge, die wir häufig vergessen auszumisten und die du hier noch mit aufschreiben möchtest? Schreib sie auf jeden Fall in die Kommentare, damit wir uns gegenseitig da noch ein bisschen austauschen können und ja noch zeigen können, hey, möchtest du vielleicht das auch noch ausmisten? Mir ist da noch was eingefallen oder die Sache ist mir auch besonders schwer gefallen, aber ist mir vielleicht durch dieses Video jetzt bewusst geworden. Ich freue mich riesig, dass du mein Video geschaut hast und ich würde mich freuen, wenn du mich abonnierst und mich beim nächsten Video wieder siehst hier. Und ja, ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich, sie durchzulesen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.